Schon von Anfang an, als mir früh immer ein Ball gegeben wurde, war mir klar, dass ich auf jeden Fall Fußballprofi werden möchte. Hausbesuch im hohen Norden. Zu Gast bei Familie Christiansen. Die erste D-Jugendmannschaft, der erste Trainer von. Seit 3 Jahren müssen diese 3 ohne ihren Max auskommen. Die spielen auch alle noch. Bruder Moritz und seine Eltern sind allein zu Hause. Mit 14 hat sich Max entschlossen, ins Internat von Hansa Rostock zu wechseln, 280 Kilometer entfernt. Er hatte mit seinem Opa telefoniert. Und dann hörte ich nur am Telefon so, Opa, ich weiß jetzt, was ich mache. So, und dann hat er gefragt, na, ja, ich gehe zu Hansa Rostock. War schon manchmal komisch, wenn man praktisch zu Bett ging und sein Zimmer war halt leer. Fotos als Erinnerung an den ganzen Stolz der Familie. Schon jetzt hat Max einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Wir wollen ihn ja auch immer bei uns haben eigentlich. Er ist nicht da. Und durch diese Platzierung hier haben wir ihn fast jeden Tag, können wir ihn sehen und machen uns natürlich auch stolz, was er so bis jetzt geleistet hat. Vom Wackelkandidaten in Holstein-Kiels B-Jugend zum Leistungsträger in der A-Jugend beim deutschen Vizemeister Hansa Rostock. Für Max Christiansen hat sich der Vereinswechsel bezahlt gemacht. Sein Zuhause, das Fußballinternat von Hansa Rostock. Hier werden die Jungs nicht verwöhnt, müssen für Unterkunft und Verpflegung sogar noch Geld mitbringen. Kein Einzelzimmer mehr wie zu Hause, 20 Quadratmeter zu zweit. Für Max kein Problem, auf dem Weg zu seinem großen Ziel. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir so vorstellen kann in meinem Leben, so Fußballprofi zu sein. Weil ich habe schon immer Fußball gespielt, ich tue alles dafür. Und ich hoffe einfach, dass der Traum bald in Erfüllung geht. Hi Max. Hey. Max. Schon geschafft? Ja, endlich. Schule und Sport in den Griff zu bekommen, keine einfache Aufgabe für Max Christiansen. Aber wichtig, denn der Traum vom Fußballprofi kann ganz schnell vorbei sein. Was heißt die Zwiebel französisch? Thomas Engels, Sozialpädagoge von Hansa Rostock, hilft ihm dabei. Fit fürs Leben heißt das Ausbildungsmotto bei Hansa. Schule, Sport, Sozialverhalten, alles ist wichtig und Max auf einem guten Weg. Max Christiansen fällt mir spontan ein, das Wort Hoffnung, weil Max aus meiner Sicht einer unserer hoffnungsvollsten Talente ist, was wir momentan hier auf dem Hof haben. Ein Bursche ist, den ich jederzeit vorzeigen kann, also wo ich sage, so stelle ich mir jemand vor, der seinen Weg in Richtung Profidasein lebt. A-Jugend-Bundesliga, Hansa gegen Hertha. Max ist ein Jahr jünger als die meisten, aber schon Leistungsträger. Sein Trainer Roland Kroos, der Vater und frühere Trainer von Nationalspieler Toni Kroos. Er fordert und fördert Max, weiß genau, wie schwer der große Schritt zum Fußballprofi ist. Den Traum leben ja viele und wenige schaffen es nur. Der wichtigste Faktor ist der Spieler selbst. Denn er muss ja alles dafür tun, privat, aber eben auch auf dem Platz. Und wir unterstützen ihn dabei. Aber es wird auch für Max sehr, sehr schwer werden, irgendwo dort oben anzukommen. Zum Ende des Jahres hat Trainer Stefan Böger noch einmal viele neue Spieler zu den Testspielen gegen Tschechien eingeladen, damit diese sich aufdrängen können. 6 Akteure feiern ihr Debüt für die U17-Nationalmannschaft. Das schnelle Umschalten nach Ballgewinn funktioniert sehr gut. Was fehlt, ist die Konsequenz im Abschluss. Patrick Flücke nach tollem Pass von Tim Bodenröder und schließlich auch Max Christiansen im Nachschuss vergeben. Beste Möglichkeiten. Nach meinen letzten Jahren, wo ich mich richtig gut entwickelt habe, denke ich mal, bin ich schon jetzt relativ nah dran. Trainiere schon 1-2 Mal bei den Profis mit. Aber für Max gibt es auch Rückschläge. Nach 4 Länderspielen wird er zuletzt nicht mehr zur Nationalmannschaft eingeladen. Doch nicht jeder bei Hansa ist darüber unglücklich. Dass sie in aller Ruhe sich hier entwickeln können und dann nicht irgendwelche
Revolvergeschichten von anderen Spielern aus anderen größeren Vereinen hören, dann, was dort verdient wird, was dort gemacht wird. Das lenkt auch wieder nur ab. Max geht in die 10. Klasse der Heinrich-Schütz-Realschule. Auf dem Gymnasium hat die Doppelbelastung Fußball und Schule nicht funktioniert. Auch wenn es manchmal schwerfällt, Max weiß, er braucht einen Schulabschluss. Die schon mit allen drei Dingen fertig sind, die können heute mit dem A4-Format anfangen und mit ihrem Selbstporträt. Erstmal die mittlere Reife erfolgreich beenden. Und danach werde ich erstmal sehen, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ob ich noch weiter zur Schule gehe, eine Ausbildung. Nur Fußball konzentrieren muss ich gucken. Es gibt auch ab und zu richtige Hänge, wenn du morgens aufstehst, zwei Arbeiten schreibst. Dann ist es schon manchmal stressig, so noch vor dem Abend zu lernen und alles. Und dann steht man schon mit schlechter Laune auf. Wenn ich den ganzen Tag in der Schule sitze, denke ich auch nur ans Training, was wir nachmittags haben. Freue mich drauf. Max wird in Rostock von seinem Trainer ganz besonders gefördert. Roland Groß macht mit ihm zusätzlich zweimal die Woche Einzeltraining. Wenn man auf den Trainer hört, dann kann man nichts falsch machen. Trainer ist das Wichtigste eigentlich für die Entwicklung. Und wenn man einen Trainer hat, der auch viel mit einem spricht, ist es noch wichtiger, damit der Spieler weiß, was er zu tun hat auf dem Platz. Ja, ich denke, Max hat eine gute Entwicklung genommen. Er hat sich stetig weiterentwickelt, aber er hat natürlich auch noch einen ganz, ganz langen Weg vor sich. Denn ich denke, der Übergangsbereich nachher Männer, das wird die schwierigste Phase werden in seiner Entwicklung. Max Christiansen in Rostock einem klaren Spielertypus zuzuordnen, fällt schwer. Er ist zurückhaltend, einer, der nicht viel spricht, auch mit zu Hause nur das Nötigste. Was ihn auszeichnet, ist eigentlich seine Bescheidenheit. Und ich finde, so ein junger Fußballer soll erstmal bescheiden bleiben, bevor er da große Pläne schmiegt. Und das ist seine, ja, manchmal ist er zu ruhig, aber ich glaube, diese Bescheidenheit und diese Ruhe, die er hat, die hilft ihm so ein bisschen. Die Christiansens auf der Fahrt zum Spiel. Von Flensburg nach Rostock. Für Max ist ihnen kein Weg zu weit. Wir fahren ja nicht nur nach Rostock, sondern auch ja, gen Halle, Jena. Im Jahr komme ich bestimmt so auf 50.000 Kilometer am Ende nur für Max zu fahren. Also Max ist jetzt nicht unbedingt so ein großer Redner, aber also wir sehen ihm das schon an und irgendwann öffnet er sich dann auch. Ne? Also dann muss man auch mal über Sachen reden, was nicht so gut läuft. Gesprochen wird bei den Christiansens erst nach dem Spiel. Vor dem Anpfiff gibt's keine Begrüßung, keinen Kontakt. Da zählt für Max nur eins, volle Konzentration auf den Fußball. Diejenigen, die Max' Karriere begleiten, stellen fest, dass er für den Traum vom Profifußball jetzt den nächsten Schritt machen muss. Einen wichtigen Schritt, der nicht mit fußballspezifischen Fähigkeiten zu tun hat. Ein Schuss mehr Selbstbewusstsein, ein Schuss mehr Offenheit würde ihm, glaube ich, insgesamt gut tun. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir auch intensiv im Training dran arbeiten, dass Max noch mehr aus sich hinauskommt, dass er mehr Verantwortung übernimmt. Das Profidasein ist ein Haifischbecken und jede Mannschaft, in die ich dann nachher reinkomme, da sind schon gestandene Profis und die fressen mich auf. Das ist einfach so. Und wenn ich da so ein kümmerlicher Kleiner bin, der in der Ecke sitzt, dann habe ich schwer. Und das versuchen wir ihm einfach klar zu machen. Egal wie alt er ist, ob er nun junger Jahrgang ist oder auch letztes Jahr als B-Junioren-Spieler, ja, er kriegt das mit auf den Weg und ich verlange es einfach auch von ihm, dass er da den nächsten Schritt macht. Nein. Ja. Wenn Max mal ein bisschen aus sich rauskommt, dann nur beim PlayStation-Spiel mit seinem Zimmerkollegen. Dann spielt er mit Schwarz-Gelb, seinem Lieblingsverein. Borussia Dortmund, weil ich Fan bin und deswegen denke ich, dass wir es. Dortmund, das ist sein Traum. Plan B, nur eine Notlösung. Ja, ich habe jetzt zur Not immer noch die schulische Absicherung. Aber schon von Anfang an, als mir schon früh immer ein Ball gegeben wurde, war mir klar, dass ich auf jeden Fall Fußballprofi werden möchte. Und das wird mein Ziel auch für immer bleiben. Hau rein, das wird ja ein einfaches Spiel. Abschied in Rostock. Seine Eltern und den Bruder sieht Max höchstens einmal pro Woche. Und das nur kurz nach dem Spiel. Die Trennung fällt auch ihm nicht leicht. Aber er weiß, wofür er es tut. Für seinen großen Traum vom Profifußball.